geht's direkt weiter. Also den Fallensteller wollte ich hier besuchen. Ich verarbeite Metall, Holz und Stoff. Nur das Beste für euch. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Das ist alles, womit ich zurzeit dienen kann. Leb wohl. Bis zum nächsten Mal. Gut. Geh ich mal zu den unentdeckten Ort einfach mal ein bisschen erkunden. Ich selbst weiß ja gerade nicht, wo die Massacre jetzt hin ist. Wird auf der Map nicht angezeigt, aber dann machen wir einfach mal weiter. Hätte vielleicht zuhören sollen. Dann bin ich vielleicht ein bisschen zu verwöhnt. Yay, Fuchsi! Fuchsi, Fuchsi, Fuchsi! Ich will zwar nichts sagen, aber der will mich aber weit wegführen. Alles man macht. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Egal. Ich konnte einen Fuchs streicheln. Das hat doch schon geschickt. Keine Spur von Mongolen. Wo ist sie? Ihr wagt es! Oh, junger Meister.
Ich dachte, ihr wärt tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters... meiner Rüstung. In Komoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Hier entlang. Diese alten Knochen. Die gute Yuriko. Ja, doch kein Problem mit so ein paar alten, gammeligen Banditen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch. Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Dreikäse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. Ja, die alte Frau ist mit allen Wassern gewaschen. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Das Unkraut ist nicht gejätet. Tut mir leid. Unser Herr fährt überall und überall um. Unser Herr ist da und alles voller Unordnung. Schäm dich. Das war mir klar. So, dann wollen wir mal das Grab unseres Vaters besuchen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oder gegebenenfalls Trauer was. Für Vater. Sein Grab nah, die Seele fern. Jetzt bin ich allein. Na dann. Gut, hoffen wir mal, dass wir in gute Fußstapfen treten können. Ich finde die alte Frau klasse. Mit der Masako habe ich ja ein bisschen Mitleid.
Ammusstand? Wo? Die Rüstung ist dort drin, mein Herr. Danke, Taichi. Da ist ein Bambusstand. Oh wei. Viel Spaß beim Verkacken. Verdammt. Oh, komm schon. Herrlich. Es ging. Jin, Hilfe! Möge euer Tod allen anderen dienen. Junger Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr saht gerade aus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Ryuzo sagte, ihr würdet zurück nach Hause kriechen. Ihr dient einem Verräter und wie ein Verräter werdet ihr enden. Yuriko! Fürst Sakai! Was wollten diese Lappen? Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Setzt euch kurz zu mir. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai.
Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es am anderen Seeufer eine Menge Schilf, wo der alte Fischer lebte. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Miyose und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Ich habe dort drüben nachts Feuer gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Sorge. Ich bin bald mit Schilf zurück. Holt euch euer Schilf. Weiß zwar nicht, warum ich kein Boot nutzen kann, aber okay. Habt ihr die Krähenschwärme nach Süden? Noriko hatte recht. Die Hütte des alten Fischers wurde von Banditen übernommen. Oder es ist ein Omen für Künftiges. Ich erzähle euch die Legende der Tengu. Und ihr entscheidet selbst. Interessant, dass die Banditen keine Probleme mit dem Legendenerzähler haben. Scheinbar. Ich meine, komm schon. Was hat er erwartet? Dass er gegen mich besteht? Sammle Schilf für das Blasrohr. What? Wo?
hilft nicht. Wechselt die Jahre. Schilfeblasrohr. Ja, Schilf wächst doch meistens an Ufernähe. Das bedeutet, es müsste eigentlich hier sein, aber hier ist nur Kiesel. Perfekt für ein Blasrohr. Ich bringe die zu Yuriko. Alter, man muss nach Süden. Da, wo der Fluss am engsten ist, da sollte ich doch eigentlich ganz gut durchkommen. Ich will aber dahin. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas ist. Also nicht nur ein Geschenkaltar, sondern auch, dass man da irgendwie hin kann. Finde ich komisch, dass man keine Boote nutzen kann. Einmal mal einen Huni an Vorräten. Okay, Boot kann ich nicht nehmen. Bin mal gespannt, ob das klappt. Das Wasser ist okay. Yuriko? Oh, entschuldigt, junger Meister. Ich dachte gerade an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Kommt mit mir. Ich hätte gerne meinen schwarzen Hut wieder. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Und Gift. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Es darf ruhig stark sein für die Invasoren. Na dann. Im Übrigen habe ich jetzt nicht den Galopp, habe ich jetzt nicht manuell eingeschaltet. Der hatte sich eben automatisch aktiviert. Du und Fürst Shimura lehrtet mich das Reiten. Auf diesen winzigen Pony. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel, als wäret ihr der Shogun persönlich. Ich glaube, Shogun ist sowas wie Herrscher. Ich bin mir aber selbst nicht so ganz sicher. Ich kenne mich mit japanischer und chinesischer Mythologie und Geschichte nicht wirklich viel aus. Oh nein, kleiner Jin.
Was ist so lustig? Mir ist eingefallen, wie ihr hier draußen fast euren Onkel getötet hättet. Was? Ihr wart 3 oder 4. Der arme Mann versuchte euch beizubringen, euer Holz-Kodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Ich kenne die Geschichte. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Toshimura und euer Vater haben so gelacht. Ich dachte schon, sie würden ersticken. Ich erinnere mich nicht an Vaters Lachen. Er verlor seinen Humor, als eure Mutter krank wurde. Doch ihr habt eures Vaters Lachen. Da sind wir. Eine Gosamatte und ein Lagerfeuer. Du schläfst hier draußen? Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Ich suche die Blumen, die wir brauchen. Ruh dich aus, Yuriko. Ich hole sie für dich. Esst nicht die Samen. Sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yuriko. Oh, ich weiß. Wisst ihr noch, wie wir für eure Mutter Blumen sammelten? Sie stellte sie immer in den kleinen Alkoven zu Hause. Das sollte reichen. Bringt sie zu mir, junger Meister. Deine Pflanzen. Gut. Wir holen die Samen heraus. Zerstoßen sie und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein. Alles fertig. Sicher, dass er hier vorbeikam. Die alte Frau hat hier irgendwo ein Lager. Hört mal, da kommt jemand. Bleib hier, Yuriko. Natürlich kommen Gegner, der mir das austesten kann. Mal sehen, ob dieses Gift wirkt. Er wird wissen, was er Sadamone und den anderen angetan hat. Ich will nur seinen Kopf und die zugehörige Bezahlung. Wie weit noch? Es ist hier irgendwo. Ich hab's gleich. Beeilt euch. Ich will ihn nicht verlieren. Ich wusste, das war er. Oh. Ja, ich will nichts sagen, aber... Meine Penner sind kommen. Keine Sorge. Sie sind erledigt. Ich vergesse oft, dass ihr jetzt ein Mann seid. Das passiert mir manchmal auch. Gehen wir zum Anwesen zurück. Ich bleibe. Ich muss hier noch aufräumen. Mute dir nicht zu viel zu. Ach, ihr seid kein Kind. Und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Was für Gifte kannst du brauen? Immer so ungeduldig. Es gibt noch eins. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten, welche waren das? Bitte, denk nach. Es klingt sehr nützlich. Lol. Weiß mir nicht warum Geburtsrecht, aber okay. Gut, wir können also jetzt mit dem Blasrohr auch schießen. Das ist gut. Welche Farbe war's? Rot? Blätter? Nein, Blütenblätter. Ah, eine Blume. Nein. Die nicht. Oh, Mutter. Ich wünschte, du wärst hier. Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke, Yuriko. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Ich habe sie auf eurem Familienfriedhof gepflanzt. Ich musste die Gräber abwaschen. Vater hat mich Eimer voll Wasser vom See anschleppen lassen. Er wusste, es würde euch stark machen und euch Respekt vor euren Vorfahren lehren. Erinnert ihr euch nicht an die Blumen, Jin?
Spinnenlilien. So ist es. Ja, ne? Die Stolzen sind nicht von Dauer. Aus genug Spinnenlilien lässt sich ein Giftbrauen von den Ratten durchdrehen und einander zerfleischen. Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Mach es stark genug für die Menschen. Wenn ihr es für nötig haltet. Ich weiß genau, wo wir alles Nötige finden. Hier lang. Dieser Teil des Waldes. Hier bin ich als Kind gewesen. Nach dem Tod eurer Mutter. Ich wollte ihren Tod nicht wahrhaben. Also rannte ich weg und kam hierher. Eure Mutter ging hier gern lange spazieren. Ich suchte bis zum Abend. Ich rief immer wieder nach ihr. Doch sie war fort. Ich verirrte mich. Ihr wart 3 Tage lang verschwunden, dem Tode nahe, als euch euer Vater endlich fand. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Wütend auf sich selbst, da er euch nicht beschützt hatte. Ich habe euren Vater vor zahllosen Schlachten gesehen, doch nie war er besorgter als in den schlaflosen Nächten, in denen er nach seinem einzigen Sohn suchte. Nicht mehr weit bis zum Friedhof. Was euer Vater wohl von dem Geist halten würde? Er wäre enttäuscht, wie mein Onkel. Seid nicht so sicher. Sie stritten oft. Kazumasa fand euren Onkel zu unflexibel. Er verschloss sich vor Alternativen. Kazumasa hatte Fantasie. Fantasie? Mein Vater? Ihr ähnelt ihm mehr, als euch bewusst ist. Interessant. Vorsicht! Sie entehren die Toten. Bleib hier. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das Gift ist nur für jetzt. Wenn die Mongolen fort sind, brauche ich keins mehr. Tische, Hanuin! Der Mund bei Starla. Diese Lümmel. Wo lebt noch jemand? Ich glaube, es geht los. So, ich muss pinkeln. Das machen wir beim nächsten Part. Tschüss.